auch wenn wir in Deutschland nicht so richtig einen Sommer verspüren, der Sommer ist zumindest, was die Kalendermonate angeht, jetzt da. Und dazu gibt es heute passende Outfit-Inspiration. Alle Outfits sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Also falls ihr irgendein Piece cool findet oder es nachkaufen möchtet, schaut einfach unten in die Box. Outfit Nummer Uno. Ich habe hier ein Set kombiniert. Eine passende kurze Hose mit einem passenden Oberteil. Alles in beige gehalten und leicht plissiert. Finde ich sehr nice, muss ich sagen. Und fühlt sich auch sehr schön auf der Haut an. Dazu passende Adidas Sneaker, die ebenfalls weiß-beige sind. Und dann drüber, über das T-Shirt, habe ich jetzt nochmal eine Jacket gezogen. Das Ganze abgerundet mit einer Sonnenbrille. Weiter geht's mit einem Chili Willy Vanilli Look. Ebenfalls ein Set kombiniert, diesmal aber so ein Jogging-Set mit kurzer Hose und Pullover. Als Oberteil habe ich hier ein weißes T-Shirt ausgewählt, etwas Oversize geschnitten. Dazu passend kombiniert weiße Ledersneaker von Puma und dementsprechend auch noch passende Socken dazu. Abgerundet auch hier natürlich wieder mit einer passenden Sonnenbrille. Das nächste Sommeroutfit ist in Deutschland wahrscheinlich eher weniger zu gebrauchen, sondern eher tatsächlich im Urlaub, ist ein Beach-Look-Outfit, würde ich jetzt mal sagen. Oder so ein Look, den man auf jeden Fall sehr gut in einem Beach-Club anziehen kann. Unten an den Füßen trage ich Birkenstock, dazu passend eine kurze Badeshorts, beige-weiß gestreift und on top ein Leinenhemd. Das Ganze kombiniert mit zwei Accessoires, zum einen eine schöne Strandtasche, die auch aus so einem Canvas-Stoff ist und ebenfalls noch eine sehr, sehr coole Sonnenbrille, die dieses Outfit tatsächlich nochmal ein wenig highlightet. Leute, wie ihr wisst, dürfen diese Outfits bei mir nie fehlen, und zwar die All Black Everything Outfits. Hier habe ich ein Outfit ausgewählt, das man hervorragend anziehen kann, wenn man zum Beispiel in Palma de Mallorca einfach mal abends nochmal schön rausgehen möchte, und zwar nicht auf dem Ballermann, sondern einfach abends in irgendeine richtig schöne, nice Bar oder in irgendeine Hotel-Rooftop-Bar. An den Füßen trage ich sehr, sehr stylische Schuhe. Muss ich sagen, hätte ich nicht so gedacht, dass sie so geil rauskommen. Dazu eine passende Anzugshose kombiniert und darüber ein sehr luftig, leichtes, schwarzes Hemd. Und ich muss sagen, vom Stoff her hat sich das Hemd auf der Haut echt wirklich richtig gut angefühlt und passend abgerundet mit einer Sonnenbrille. Weiter geht's jetzt mit dem Outfit, das man tatsächlich auch im deutschen Sommer tragen kann, denn das ist einfach etwas länger und einfach etwas wärmer für den deutschen Sommer, dann dementsprechend passend. An den Füßen trage ich Birkenstock, ja, vielleicht nicht ganz so warm, die könnte man theoretischerweise auch switchen zu passenden Sneakern. Und dazu eine passende Leinenhose, die im Sommer natürlich hervorragend funktioniert. Und darüber dann zwei verschiedene Oberteile, einmal ein etwas weiter geschnittenes Oversize-T-Shirt und darüber dann ein passendes Jeanshemd. Das Ganze abgerundet mit einer Halskette und einer Sonnenbrille. Die man im deutschen Sommer wahrscheinlich auch eher weniger braucht. Weiter geht's mit einem Outfit, was ich hervorragend zum Beispiel für einen Samstag finde, wenn man zum Beispiel zum Fußball geht oder vielleicht noch was einkaufen möchte oder vielleicht einfach mit der Family draußen in der Stadt unterwegs ist. Und zwar trage ich an den Füßen Sneaker, die sehr den Samba von Adidas ähneln, aber keine Samba sind. Dann dazu eine dunkelblaue kurze Hose, kombiniert mit einem hellblauen gestreiften Hemd und einem dunkelblauen Blouson. Das Ganze abgerundet, wieder mal mit einer Sonnenbrille und auch hier mit einer passenden beigen Cap. An dieser Stelle sehr nice, weil ich das Beige sowohl an den Füßen als auch auf dem Kopf trage. Und zum Schluss nochmal alle Outfits im Überblick. Und Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch am meisten zugesagt hat und welches Outfit ihr am liebsten genauso tragen würdet. Falls ihr gerade noch jemanden kennt, der einige Sommerlooks braucht oder der auf der Suche ist nach coolen Pieces für den Sommer, dann teilt lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen Inspiration liefern konnte für eure Outfits und für eure Looks im Sommer und wünsche euch auf diesem Wege einen maximal entspannten, heißen und gut gelaunten Sommer.